Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil. Ich kann nicht sehen. Wo sind Sie, Miss Jade? Ja. Muss ihn ja wohl nicht an der Hand nehmen. Wir müssen so schnell wir können in den Agenten ins Iris-Netzwerk bringen. Hier 4 Minuten haben wir. Übrigens, dankenswerterweise. Habe ich das Spiel von Ubisoft zur Verfügung gestellt bekommen? Oh, ich vergesse. Beiß die Zähne zusammen, jetzt wird's rau. Durchhalten, wir sind aus der verbotenen Zone entkommen. Ich kann den Stadteingang schon sehen. Double H, kannst du mich hören? Mir ging's schon besser. Ich kann spüren, wie dieses Ding stärker wird. So, ab in die Fußgängerzone. Ich kann nicht sehen. Wo sind Sie, Miss Jade? Iliana steht auf. Naja, da sind schon die ersten am Protestieren. Sehr gut. Ich kann nicht sehen. Wo sind Sie, Miss Jade? Ich hab das Gefühl, dass der nach jedem Ladebildschirm immer mitkommt. Nino! May! Schnell! Double H ist bei mir! Er braucht Hilfe! Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den... die Schuhe, die... zu Diensten... May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis Gegenstand geben. Hop, kannst du mich hören? Sag etwas. Sein Puls wird schwächer. Bereite Sprich die Injektion mit mir. Vor. Ich bin's, May. Öffnis, Luftraum. Freundlich Austausch für deine Seele. Schon. May, schnell, wir verlieren ihn. Ich bin hier, Hop. Alles wird gut. Halt durch, es ist fast vorbei. Hab ist gerettet, dank dir, Jade. Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer, er kommt durch. In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen. Freunde, ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt. Gute Arbeit, Kind. Gut, nun sehen Sie mal hier. Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht, dort befindet sich auch ihr Onkel Jade. Die alten Schlachthäuser. Ihr nächster Bericht. Jade, dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt. Okay. Na, wunderbar. Dann schauen wir mal, weil irgendwo muss es noch... Ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Muss es hier noch ein paar Perlen geben und wir haben jetzt ein paar Schlüssel. BFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. TNA. Team nicht auflösen. Propaganda. Alphas raus! Alphas raus! Alles für Iris! Alphas raus! Alphas! Hey, hey. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Nicht bewegen, Miss Jade. Wenn ich es in die Richtung schieb, ist doch falsch, oder nicht? Nein, es bewegt sich keinen Millimeter mehr. Der Bezirk ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht! Okay, wir treffen uns später wieder. Ah.
So, es kommt mir super optional vor, was wir hier machen. Jetzt. Das ist jetzt schon der Eingang in die Schlachthäuser, da wollte ich ja noch gar nicht hin. Ich verstehe es nicht. Gibt's ja nicht. Weiß noch nicht so richtig, wie ich es schaffen soll, dass die mich nicht erschießen, wenn ich da oben reingehe. Ich habe da was gesehen. So, da waren auf jeden Fall schon mal drei Perlen.
Ich hab da was gesehen. Da sind Massen von Alphas im Untergrund von Hillies. Wir halten uns hier besser nicht lange auf. Die Double-Edge-Rüstung. Gut gemacht, Jade. Bravo, Jade. Haben die bessere Sachen gekauft? So, schauen wir mal, was sie da sagen. Haben wir jetzt hier alles? Sagt denn mein Perlendetektor? Er sagt ja. Hier hinten rum, ne? Da ist es. Da haben wir ja nochmal ein Geheimnis. Der Schuppen. Irgendeinen Code haben wir hier noch. A9W8. Hätte ich auch noch mal das Ding fotografieren können. So, haben wir ja die nächste Perle. Sagt hier direkt eine. Ja, eine kaufen. Ah. Okay. Hier oben. Transit.
Ihr sagt so was nennen die also einen geschützten Bezirk. Und lassen alles verkommen. Egal, dort ist ein Weg. Wir können uns durchschleichen. Da, hier geht's nicht weiter. Geht irgendetwas vor. Ich sehe mir das mal an. Bleiben Sie da. Okay. Eieiei. Mauernhaufen Belohnungen dafür. Okay. Einfach. Verschwindibus. Ja, da haben wir jetzt ja was vor, ey. Das hier führt nur wieder zurück, ne? Hier geht's weiter hoch, aber hier... habe ich angefangen. Verdammt. Mir überlegen, wie ich da hochkomme. Wir müssen noch weiter hoch. Ich denke, es gibt hier einfach doch nicht optionale Wege. Hier die Kiste noch ab. Da, wunderbar. Nur eine. Momentan schon wieder, es ist echt zum Ausflippen. Komm ich logischerweise her, ne? Etwas Seltsames vor sich mit komischen Behältern und einer Perle. Gut. Da hinten geht noch nichts, ne? Da war irgendwie so ein. Genau, Stern. So, Ming Zhu verkauft auch eine. Konto Identifizierung. Okay. Wunderbar. Loyale Iliad! Helix ist in Gefahr! Unsere Feinde!
Gut, dann habe ich hier oben. Iliana steht auf! Alles bestimmt da unten. Ah, dann war ich schon das letzte Mal. Aus dem Weg! Alpha-Abteil Lagerhaus. Nächste optionale Gebiet, wie mir scheint. Ich weiß, wohin das führt. Nino hat mir davon erzählt. Das geheime Lager der Alphas. Check. Achso. Mach bitte was. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Seien Sie vorsichtig. Nimm das, du Arsch. Okay, so komme ich hier rein. Das hat sich ja mal gelohnt. So, hier drin schätze ich immer, gibt es keine Tiere, sonst würde mir das schon sagen. Hier wird auf jeden Fall ganz schön viel von dem Zeug transportiert. Gut für uns. So, wunderbar, was ist schon? Vielleicht die nächste Perle. Naja, war es vielleicht doch noch nicht. Wunderbar. Mag das Money. So, das nächste. Oh, da können wir uns gleich die nächste Verbesserung, glaube ich, leisten. Doch endlich den Sprung. Wenn wir so weitermachen. Das kommt von da drüben.
Miss Jade? Sind Sie okay? Ja, aber wir hauen besser ab, bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen geborgt habe. Besser ist, besser ist. Nächste Kernherausforderung. Wieder checke ich noch nicht, wo die sein sollen. Aber egal. Wir haben es auf jeden Fall mit dem Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.